Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Und heute wird es einen Kick Live-Haul geben, denn ich war ein kleines bisschen bei Kick für euch shoppen. Ich habe nämlich noch ein paar Dinge gebraucht. Ich wollte noch ein paar Untersetzer kaufen für die Geschenkesets. Ich habe schon mal was gekauft und zwar solche Sternchen in Weiß. Allerdings hat das mit dem Zusammenlegen überhaupt nicht geklappt. Ich werde dafür auf jeden Fall eine andere Verwendung finden, aber ich brauche irgendeinen anderen Untersetzer für die Geschenkesets, weil so kann ich das nämlich nicht machen. Durch diese Ecken bei den Sternen geht das nicht. Ich kann da irgendwie nichts reinlegen und ich hoffe, dass ich da irgendwas Rundes oder Viereckiges finde. Das wäre auf jeden Fall super. Ja, ich würde mal sagen, ich wünsche mir ganz viel Glück und euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our freezing. Falls ihr so eine Weihnachtsstadt habt, könnt ihr hier auch so ein paar Sachen kaufen. Auch so einzelne Häuser und sowas. Ich hatte sowas früher immer auf der Fensterbank bei mir. Alles andere ist soweit beim Gleichen. Hier gibt es noch so ein bisschen Schnickschnack. So kleine Teelichtdinger. So Figürchen für einen Tannenbaum oder so irgendwo zum Hinhängen. Das finde ich ganz schön. Oh Mann, warum gab es das nicht vor einer Woche? So schön. Das hätte ich ja noch bei Xenia dran gemacht. Nö, aber alles andere ist soweit wie vor einer Woche. Schaut mal, Leute, die haben richtig schöne Sachen zum Backen. Lebkuchenmann, Pferdchen, Tannenbaum, dann auch passende Springformen. Dann haben wir hier auch ein bisschen zum Ausstechen was. Zum Beispiel diese Dinger hier. Hier gibt es aber auch einzelne. Zum Beispiel hier ein großer Tannenbaum oder halt diese Sets. Ganz günstig, nur für 1 Euro. Zubehör und sowas. Schön Kuchen, Muffinförmchen. Voll cool. Hier gibt es auch noch solche großen Dinger. Damit kann man richtig viele auf einmal ausstechen. Auch nur für 1 Euro. Cool, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Finde ich keine schlechte Idee. So kann man sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit sparen. Da mir ja ein paar nicht geglaubt haben, hier ist ein großer Tannenbaum, Leute. Und der kostet 2,99 Euro. Ein großer. Ja. Hier ist mir jetzt was runtergefallen. Das kommt hier oben drauf. Schaut mal, wie süß. Hier haben wir diese wunderschönen Figuren. Die kosten 2,99 Euro. Dieses Reh hier. Ich finde das so schön. Ich habe mir jetzt das Schönste ausgesucht, wo halt man den Heißkleberfleck nicht so doll sieht. Das nehme ich mit. Das passt sehr gut. Finde ich mega schön. Und für 2,99 Euro kann man wirklich nicht meckern. Leute, ich habe immer noch nichts für den Tisch, weswegen ich jetzt gedacht habe, dass ich so eins hier mitnehme. Sieht richtig schön aus und da kann man Teelichter reinmachen und das werde ich dann auf den Tisch tun. Und dann werde ich gleich von diesen Körben hier noch 2 Stück mitnehmen. Die kosten jeweils 1 Euro und das passt mir jetzt gerade ziemlich gut in den Krempel, weil dort kann ich dann die ganzen Sachen reinpacken, die ich halt verschenken möchte. Halt diese Geschenkekörbe, von denen ich schon ganz oft erzählt habe und 1 Euro, da kann man wirklich nicht meckern. Und ja, das sollte eigentlich für die kleinen Körbe reichen. Dann habe ich gerade eben noch solche 3D-Geschenkesticker gesehen. To from. Ich finde die so schön. Die kosten auch nur 1 Euro. Die möchte ich auch noch gerne mitnehmen. Mit so Glöckchen. Oh, das finde ich richtig schön für die Geschenke. Und dann wollte ich gerne nochmal davon einen mitnehmen. Und von denen da oben eine mitnehmen. Für die großen Geschenke. Ja. Hier gibt es auch noch diese Sets. Aber ich glaube, die sind ein bisschen teurer. 1,99 Euro, die sind bei Action ein klein wenig günstiger. Aber schaut euch mal diese Boxen an.
wie schön die einfach sind. Schaut mal, was für tolle Sachen es hier gibt. Die haben hier richtig tolle Servietten. Ich habe leider noch viel zu viel zu Hause. Und hier haben wir auch zum Backen ein bisschen was und zum Kekse ausstechen und sowas. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich die beiden hier mitnehme für jeweils 1 Euro. Da habe ich jetzt 2 Stück mitgenommen. Da gibt es noch andere, aber die gefallen mir nicht, weil die sehen irgendwie voll komisch aus, falls ihr das sehen könnt. Nee, dann haben wir hier so richtig tolle Tassen und so Keksdosen oder Dosen im Allgemeinen. Das nehmen wir mal mit. Hier ist ein bisschen unaufgeräumt. Solche Tüten möchte ich auch gleich mitnehmen, Gebäckbeutel. Dann nehme ich jetzt die letzten hier mit, weil mehr ist nicht. Obwohl Gebäck, Pralinschachtel, so eine Schachtel wäre auch nicht schlecht. Ja. Ansonsten brauche ich hier nichts mehr. Ach, Mini-Schneebesen, da habe ich ja letztens gesagt, warum gibt es kein Mini-Schneebesen. Dann nehme ich auch direkt so einen mit. Dann habe ich den. Und diese Klammer nehme ich nochmal mit, weil davon habe ich definitiv zu wenig. Ja, von wegen, ich nehme hier nichts mehr mit. Kosten auch nur 1 Euro, die kommen mit. Die da unten finde ich auch nicht schlecht. Davon habe ich schon 2 Stück zu Hause, aber ich glaube, das lasse ich. Nee, ich lasse die anderen. Und dann haben wir hier noch ein bisschen reduziertes Geschenkband. Und zwar habe ich mich jetzt gerade für das hier entschieden. Okay, nur 1 Euro. 10 Cent reduziert, aber macht nichts. Ich finde das ganz schön mit diesem lila Merry Christmas. Da gibt es noch andere. Hier zum Beispiel. Dann haben die hier ganz viel so schön Tannenbaum. Aber ich glaube, die meisten haben schon alles. Und dann habe ich hier gerade eine Lichterkette entdeckt, die ich nachkaufen muss. Und zwar die hier. Denn Pascal hat meine kaputt gemacht. Die kostet 2,99 Euro. Ja. Gibt es auch viele verschiedene. Gibt auch hier mit Lila, wusste ich gar nicht. Die weißen habe ich ja Mama gekauft. Dann gibt es das auch mit Rosé. Und neuerdings auch sowas hier. Aber die haben mega, mega viel. Also wer Lichterketten günstig haben möchte, sollte hier vorbeischauen. Dann brauche ich noch mal was zum Abwaschen und da kann ich mich gerade nicht entscheiden, ob ich so eine Kritzelstange mitnehme oder die Herzchen. Aber ich glaube, die Herzchen, die gefallen mir ein bisschen besser. Und dann habe ich hier richtig süße Mikrofasertücher entdeckt. Guck mal, wie süß, die kosten auch nur 1 Euro. Richtig toll. Ich habe mir natürlich auch so ein Pack, ich mag die aber nicht. Die gehen voll schnell kaputt, genau wie die hier. Also die kann ich da nicht empfehlen. Was haben wir hier? Spülbeckenorganizer. Nee. Da habe ich was Cooles von Ikea. Hier haben wir dann so ein paar Vasen. Eine davon habe ich zu Hause. Naja gut, so eine ähnliche, die ich habe, gibt es nicht mehr. Ja, dann gibt es hier für Teelichter ein bisschen was. Und ein bisschen Normaldeko, sag ich mal. Jemand Bock auf Wein? Ja, einmal hier so Kätzchen. Und ich möchte jetzt gerne eine Decke mitnehmen. Und zwar die hier. Kostet 7,99 Euro, ein bisschen teurer. Aber ich nehme immer die Decke aus dem Schlafzimmer. Und ich brauche eine extra Decke im Wohnzimmer, die auch zum Wohnzimmer passt. Und da ich ein ja, grau-lilanes Wohnzimmer habe, geht halt nur lila oder grau. Und mit grau kann ich halt noch länger was anfangen. Deswegen nehmen wir die mal mit. Ja, gibt auch verschiedene andere. Wir haben hier noch so ein Sternchen oder hier so ein lilanes. Oder so einen etwas helleren Grauton. Ich nehme aber jetzt die dunklere Variante. Viel habe ich jetzt nicht zur Auswahl. Ich brauche noch so ein kleines Dekostück für die Geschenkekörbe. Und ich habe mich jetzt gerade hier dazu entschieden, dass ich so eins hier mitnehme. Allerdings weiß ich nicht, welche Größe, ob links oder rechts. Die rechts kosten 2,99 Euro und die links 1,99 Euro. Aber ich glaube, ich nehme jetzt die beiden kleinen mit, weil die kleinen habe ich auch. Einmal für meine Schwiegermutter und einmal für mich. Okay, ja, da haben wir einen Schreihals. Ja, nehmen wir mit. 2 Stück. Hier haben wir das schöne Geschirr, was mir sehr gut gefällt. Ich liebe das. Meine Mama hat davon auch sehr viel. Gerade diese beiden Sternchen sprechen mich voll an. Ich glaube, dann nehme ich auch die beiden mit. Die letzten. Da sind zwar ein bisschen dreckig, kosten 2,99 Euro das Stück. Oder soll ich die tiefere? Nein, ich nehme jetzt so eine große und eine tiefere. Das gefällt mir nämlich besser. Gibt es noch als Tannenbaum. Auch ganz schön, aber ich nehme jetzt die beiden mit. Das reicht. Da unten haben wir dann diese Dinger da. Davon habe ich ja so eine zu Hause. Da habe ich Bonbons manchmal drin, manchmal habe ich da Nudeln drin, alles drum und dran. In so einem habe ich zum Beispiel Zucker drin, auch sehr cool. Auflaufform, Vorratsgläser haben wir hier. Haben wir auch viele verschiedene. Da unten im Set gibt es aber bei Action günstiger. Hier haben wir so diese Fake-Ikea-Gläser. Und hier haben wir dann so ein paar kleinere Schnapsgläschen. Wer will einen trinken? Hier haben wir so ein kleines bisschen die Bastelabteilung. Da ist jemand wohl traurig. Ich weiß nicht, ob ihr das hört oder nicht. Ah,
Bastelanhänger. So Weihnachtsmänner, auch cool. Dann haben wir hier so zum Basteln so Papier, verschiedentliches. Malblock haben wir hier. Oh, diese Glitzerstifte, wer hatte die früher in der Schule nicht? Die sind aber so schnell alle gegangen. Aber die waren cool. Ich habe damit gerne gemalt. Dann haben wir hier so Stifte mit Krönchen drauf und Herzchen. Bücher, Puzzlebuch. Was haben wir hier? Das habe ich euch letztens bei Müller gezeigt gehabt. Richtig cool. Was kostet das hier? 4,99 €. Also auf jeden Fall günstiger als bei Müller. Ach, die sind aber auch süß. Schaut mal, Leute. Voll cool, gibt's in Blau und in Schwarz noch. Hier haben wir dann auch nochmal so Geschenkband und ich vergesse immer, wie die heißen. Schleifen, ach, keine Ahnung. Richtig cool, davon nehme ich jetzt auch nochmal eins mit. Ich habe meine nämlich letztens leer gemacht, aber ich hatte andere. Ich hatte noch mit Blau und so bei. Okay, nee, ich finde jetzt nur das. Dann kommt auch nur das jetzt mit. Schleifen habe ich noch genug. Hier gibt es dann noch mal so Tütchen und sowas. Ja. Auch ganz hübsch da unten. Schaut mal, wie süß. Kinderspielzeug. Oh. Hier haben wir dann so ein kleines bisschen Wäsche. Ich muss euch das schnell zeigen, ey. Jedes Mal glotzen die mich hier an. Aber schaut euch mal die da oben an. Da kann man, glaube ich, sein Kind reinlegen. Richtig cool, oder nicht? Einmal so in weiß und einmal in so einem Grau. Hier gibt es Mini-Schiefchen. Schaut mal, wie süß. Aber die glitzern voll. Hier zum Beispiel. Das sieht edel aus. Ich habe auch gerade die hier entdeckt. Schaut euch die mal an, wie süß die sind. Stoppersocken mit Disney, mit Mickey Mouse. Beziehungsweise Minnie Maus. Hier haben wir Minnie Maus und für Jungs gibt es das mit Mickey Maus. Ich bin jetzt hier bei den Socken, Leute, und ich habe was gefunden. Moment, ich muss das mal eben raussuchen. Und zwar hier, wir haben hier einmal solche Socken. Das sind lange Socken für 2,99 € jeweils. Ja, drei Paar haben wir hier. Und dann haben wir hier noch solche ebenfalls für 2,99 €. Und das sind auch lange Socken und die gefallen mir mega gut. Hier gibt es noch kurze Socken. Ja. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich die beiden hier mitnehmen werde, weil Leute, ihr wisst, ich bin Mickey Maus und Minnie Maus süchtig, deswegen, die kommen mit. Ich habe mich jetzt nochmal dazu entschieden, das hier mitzunehmen. Das ist Größe 38 und das gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ich habe so einen schon in Blau und das ist reduziert und kostet nur noch 3,99 €, weswegen ich das mitnehme. Wir haben hier auch zum Beispiel ein bisschen was Bunteres. Ich habe aber irgendwo eins gehabt, das hier. Das ist genau das, was ich schon zu Hause habe. Und das ist mega, mega toll. Und damit kann man wunderbar arbeiten. Die haben hier mega viel derzeit reduziert. Von T-Shirts. Hier zum Beispiel sowas, auch sehr schön. Tops haben die. Auch das gefällt mir auch sehr gut. Schaut mal. Schaut mal, was für schöne Schlappen die haben. Für 4,99 €. Die sind auch ultra weich. Hier gibt es auch normale. Die sind auch mega weich. Voll schön. Gibt es auch noch in Grau. Und hier unten haben wir dann nochmal solche hier. Die sind voll heftig. So Häschen haben wir hier. Was kosten die? 7,99 €. Die haben echt kuschelige Stoppersocken. Ich kaufe meine immer hier. Und da werde ich mir gleich definitiv auch welche mitnehmen. Wahrscheinlich läuft es auf lila hinaus. Und hier an der Seite haben die dann auch noch richtig süße Taschen für Kinder. Voll hübsch, das da hinten. Diesem Einhorn gefällt mir mega gut. Hier haben wir dann noch ein bisschen Grünzeug, so ein Busch, keine Ahnung, Gras. Unechte Pflanzen halt.
So eins habe ich zum Beispiel in der Küche stehen. Ja, dann haben wir hier ein bisschen was Größeres. Ich finde die eigentlich ganz schön, aber irgendwie finde ich die auch voll hässlich. Ich weiß auch nicht wieso. Keine Ahnung. Und für was ist das eigentlich gut? Kann mir das mal einer sagen? So Leute, wir sind schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch da draußen hat das Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall das Glöckchen zu aktivieren, so verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch allen Schnutis noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss ihr Lieben!